Freunde, ich war so auf TikTok unterwegs und habe gesehen, dass irgend so ein Thema gerade auf TikTok komplett die Runde macht, nämlich von zwei Pärchen, die gerade ein paar Probleme haben. Es geht um Elis Kotsch und Yannick Kontalis. Und ich hoffe, Freunde, ich spreche die Namen richtig aus. Die beiden waren in einer Sendung tätig oder sind es immer noch von Make Love Fake Love. Und ich muss dazu sagen, ich verfolge die Serie ganz und gar nicht, also nehmt mir das nicht übel. Ich versuche nur, so gut es geht, euch ein paar News abzugeben. Aber kommen wir wieder zum Punkt zurück. Die beiden waren schon mal getrennt, vor einem Monat circa. Elis Kotsch, also die Frau, hat komplett ausgepackt über Yannick, hat gesagt, er ist ihr fremdgegangen, hat Untreue behauptet und dann sind sie irgendwie doch zusammengekommen. Die Fans waren aber nicht so begeistert, weil sie sich gedacht haben, du packst über einen Jungen aus und dann gehst du wieder mit ihm zusammen. Sollen wir das jetzt irgendwie respektieren oder was erwartest du? Was auch einerseits verständlich ist. Andererseits, meine lieben Freunde, passiert jetzt vor ein paar Tagen schon wieder etwas. Nämlich Yannick entfolgt Elis und entfernt alle Bilder. Die Frau aber Elis folgt noch immer Yannick und hat die Bilder immer noch online. Dadurch, dass die Fans das mitbekommen haben, haben sie Elis unter Druck gesetzt und wollten dann wissen, was los ist. Und Elis hat ein Statement abgegeben und gesagt, ich weiß auch selber von gar nichts. Was natürlich das Ganze auch umso mehr mysteriöser macht. Elis weiß nicht, warum Yannick sie entfolgt und die Bilder entfernt. Bist aber immer noch mit ihnen zusammen oder what the hell? Ich habe das Statement für euch rausgenommen, meine lieben Freunde. Schreibt mir unten in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Findet ihr, sowas ist eher toxisch, eine toxische Beziehung oder eher nicht? Findet ihr, wenn eine Frau oder ein Junge über eine Beziehung negativ redet, ob das irgendwann mal wieder zu einem Comeback kommen kann oder eher weniger? Schreibt mir das unbedingt in den Kommentaren. Das war's von mir. Danke fürs Zusehen und peace out. Bevor jetzt alle wieder wild diskutieren und nicht wissen, was los ist, schlauer als ihr bin ich eigentlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte kein Drama wie beim letzten Mal. Ich hoffe, dass ich auch drum herum kommen werde. Versuchen, das Beste draus zu machen, einfach versuchen, nach vorne zu schauen, nicht an das Negative denken und ja, ich muss einfach stark für mein Kind sein und darf mich nicht selber bemitleiden, denn ich habe eine kleine Tochter und es tut mir für sie leid. Es tut mir wirklich im Herzen weh für Snow und deswegen muss ich jetzt die starke Mama sein, auch wenn das nicht immer einfach ist, aber ja, das ist das Einzige, was ich jetzt erstmal so dazu sagen möchte und hoffe einfach, dass die Zeit schnell vergeht und ja.